Einen wunderschönen guten Morgen, alle lieb zusammen. Ja, die Babys sind jetzt gerade mit reingekommen, weil draußen ist es schon echt warm und dann sind die echt gerne mit drin. So. Ich hatte das gerade schon mal ganz kurz und deshalb möchte ich es euch jetzt noch zeigen, bevor ich das nämlich zu lange mache. Ich habe dann gedacht, ich habe hier so einen netten kleinen Akkustaubsauger, der ist nicht ganz so laut wie der normale. Und da das ja ein Geräusch ist, was die meisten Hunde ja doch kennenlernen sollten, habe ich immer geguckt, dass meine Welpen das lernen, dass das nichts Schlimmes ist. Und was gibt es Schöneres, als wenn Mama dabei ist und man womöglich noch trinken kann? Ich habe eben dabei festgestellt, dass die Welpen wirklich sehr unterschiedlich sind. Und Fokur kommt dann direkt und sagt, oh, hallo, was Neues. Grayson betrachtet das Ganze. Mia überlegt, was sie damit tun soll. Ah, seht ihr? So, seht ihr, ein Staubsauger ist gar nicht schlimm. Ich möchte nicht, dass sie später den Staubsaugerbällen hinterherrennen. Das hatte ich mit dem Aslan, das möchte ich auch nicht. Aber es soll halt einfach neutral sein. Deshalb fordere ich sie jetzt auch nicht irgendwie zu spielen. Auch die dürfen hinterherlaufen gerade und gucken. Reinbeißen und ähnlichen Blödsinn machen wir nicht, weil es ist ja kein Spielzeug. Nein. Grayson. Ja, die sind klein, aber auch blass. Lilly. Lilly ist echt eine Hausmarke, Leute. Echt. Also. Okay. Jetzt wird geschnuppert. Schnuppern ist okay. Omel ist vollkommen anders beschäftigt. Der ist nämlich beim Kater. So. Auch der Kater ist an den Schaumsauger gewöhnt. Seit der hier eingezogen ist, hat er das geübt. Und das ist halt mit den Welpen sehr hilfreich, wenn die ganzen anderen Tiere das kennen und mitmachen. Dann darf das auch mal rappeln. Hi, Tabaluga. Ja, so, das war dann. Außer dass heute noch geschifft wird, war das dann unser Reiz für heute. Mehr Neues wird es heute nicht geben. Wir wünschen euch allen einen wunderschönen Tag.